Aber kannst du mal kurz mitkommen? Nein, ich pack dich nie wieder an. Hau ab. Nein, das hat. Nein, du musst dir mal was angucken. Komm mal bitte. Also, nein, auch nicht da. Aber jetzt. Henna Bei meinem Auto, wirklich. Warum trägt er eigentlich immer die ganze Zeit diese Spritzschutz, oder? Ja, das. Ist seine Spritzschutzbrille. Ja, Ich hat er doch hätte gerne eine gesagt. Gehaltserhöhung, Namuga. Hä? Du willst eine Wissen Sie denn, dass Gehaltserhöhung? das eine Spritzschutzbrille ist? Sind Sie jetzt der Ja, Experte auf dem Gefahrenzulage. Gebiet? Ja, das verstehe ich. Ja, Mann, ich habe mehr Ahnung vom Rettungsdienst, glaube ich, als dir lieb ist. Ich wusste gar nicht, dass Sie so intim in der ganzen Materie stecken. Der macht mich fertig. Ja, der Dirk ist, also ganz ehrlich, ich lasse auf den Dirks nichts kommen. Also nicht falsch verstehen, da soll auch keiner drauf kommen. Also, nee, also Deswegen habe ich die klar. Spritzschutzbrille an, meine Kollegen. Ich kann kein schlechtes Wort über den Dirk verlieren. So war richtig. Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Notarzt bei uns, ne? Also wirklich kompetent und Ich so. auch nicht. Ich habe ihm auch Aber der schon hat so ein einen paar. gemachten Kaffee abgegeben. Ja, der hat so ein paar Allüren manchmal. Das meint er Haben nicht Sie noch so. einen? Das ist so, der kriegt das so selber nicht so ganz mit, ne? Irgendwie die Brille sitzt zu eng und so, ne? Da kriegt er manchmal nicht so ganz, ne? Da. Danke. Ja, ist ja, vielleicht braucht er einfach mal ein bisschen mehr Frischluft. Ja. Ach, köstlich. Also Ne, wirklich, die der Weste, die er trägt, Namuga, die, hast vielleicht du wird mal sie auch ein bisschen probiert? eng. Ja, den schnürt das immer so Was an der eng? Taille ab, ne? Finde ich, ne? Herr Hengst, Richtig. Sie wissen doch, eng ist ein sehr dehnbarer Begriff. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Vor allem abends. Ich kann da auch nachhelfen, so ist es nicht, ne? Wir können es erstmal langsam angehen lassen und dann Schritt für Schritt immer ein bisschen größer. Herr Ja, das Schwanus, geht wissen Sie, ausgezeichnet. was passiert? Wissen Sie, was passiert, wenn ich runterzähle? Oh, ne. Ich glaube, ich weiß, was dann passiert. Ich gehe mal einen Schritt Also zur wenn es Seite. ums nackig machen geht, bei zwei bin ich nackt. Ist wirklich so. Ohne Scheiß, wo haben Sie den her? Ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht mehr. Ich glaube, der war einfach da. Der war einfach da. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Herr Ja. Schwanus, wo haben Sie denn Ihre Approbation gemacht? Was? Alter. Notarzt ist klar. Kann man Ja, das kaufen? wir haben Not an Ärzte, soll das heißen. Ah, ich merke schon. Ich weiß nicht, was der Approbation ist. Ich gehe kaputt. Er googelt gerade. Gib ihm Ach, noch einen jetzt weiß Moment. ich's wieder. Momentchen, Momentchen, ich weiß es wieder. Ich Danke, schnapp keine Atmung, Sorge, ich Hilfe. bin auch zurück. Das ist Wo ja habt nur ihr denn her? Er war einfach da. mal nochmal. Norbert, Norbert, ich krieg keine Luft mehr. Ich hol mal schnell das Sauerstoffzelt. Ich krieg nicht mehr. Einer Mucker, der sagt, das ist falsch. Also der hat Mahlzeit. gesagt, ich soll nochmal googeln. Ja, was hast du denn Mahlzeit. gesagt? Tachchen. Mahlzeit. Ich hab gesagt, das Moin, ist doch das, moin. wo man die Anteile und so abnimmt. Nee, das ist eine Guten Tag, Amputation, die Dirk. Herren. Amputation. Das ist doch das Ja, Gleiche. Nein, bei Ihnen ging was Approbation los? Haben Sie irgendwas ist gesehen? dein Irgendwelche Auffälligkeiten? medizinischer Titel, dein Ärztetitel, Naja, deine der Spanus ist genauso Bestätigung, dass verrückt du wie immer. medizinstudifiziert hast Und und sonst habe ich dass nichts du. Wir haben einen gesehen. Vogel hat auf So, meinen na Helm dann. gekackt. Schweigepflicht und so. Das ist ja fast das Gleiche. Ja. Oh Gott. Spanus, was ist denn los mit dir heute? Du bist ja sonst ein bisschen heller. Das ist wegen den zwei Männern in der süßen Uniform. Ja, die waren aber gerade Hallo, noch nicht die da. Herren. Oh. Hallo. Tachchen. Dann ist das immer so eine Grundeinstellung. Ja. Hi, oder? Ja doch, das ist doch der Herr Yamamoto, ja, Yamamoto. richtig. Ja. Hallo. Der Herr Yamamoto. Sie glauben gar nicht, was da schon alles zugange war, du. Der Yamamoto. Herr Namuga, Sie müssen sich vorstellen, der Yamamoto, ne? Der ist ein total süßer und total nett. Da war so einer, der war total böse zu mir. Da kam der Herr Yamamoto mit glänzender Brust, mit Oberkörper frei auf so einem astralen Pferd und der Wind ging ihm so durch das Haar und dann sagte er so, nicht nochmal so mit dem Herrn Schwanus reden und dann, ach, da war ich sofort weg. Wirklich, also Dirk,
Dirk, Dirk, ja. War das genau das Gleiche, wo du gesagt hast, dass ich schon mal gesagt habe, ich darf bei dir eindringen? Also, ja, das war ein Traum, nur zur Information. Ne? Du hast also manchmal deine Tagträume, du weißt ja, ne? Prosecco auf der Bank und so. Ne? Also, ich denke mal, die Tatsache ist, dass der Yamamoto angekommen ist, so wie er jetzt da steht und dir geholfen hat. Also, ich glaube, das so mit glänzender Brust und nackter Oberkörper aufhört. Ja, da haben sie schon komplett rechts. Denke ich mal so. Der Spanus wurde leider von einem älteren Herren angegangen, der meinte, etwaige Aussagen. Er hat einfach die Hose blank gezogen. Die ich gerade nicht nennen möchte, gegen das Schwule sein. Und dem bin ich nachgegangen und hab dem Herrn Schwanus geholfen in der Situation. Ja, richtig. Das finde ich auch toll. Das finde ich auch toll. Ich möchte sowas auch nicht, dass die Leute hier diskriminiert werden wegen ihrer sexuellen Gesinnung oder so. Richtig. Nee. Hagendorn. Es ist doch der Hagendorn, oder nicht? Moment, ich hab grad Funk. Eine Sekunde. Ich hab Funk. Ich hab Erektionsstörung. So hat jeder seine eigenen individuellen Problemchen. Herr Yamamoto, wollen Sie uns auch was gestehen? Auch eigentlich fühle ich mich ganz gut, danke. Sollen wir vielleicht nochmal eine Untersuchung machen? Danach wird es ihm bestimmt besser gehen. Ach, ich glaube, mir geht's eigentlich ganz gut soweit. Ich hatte meine Untersuchungen jetzt schon alle. Wie alt waren Sie noch gleich, Herr Yamamoto?